Das war knapp. Wir hatten ein paar Cops am Hals. Bei dir? Alles ruhig. Los geht's. Einer von den Trucks, nach denen wir suchen, ist gerade auf dem Weg zu den Docks. Mercer will die Wagen offenbar verschiffen. Okay, wie ist der Plan? Die Cops können wir nicht rufen. Mercers Arschlöcher sind überall. Es muss hier doch auch noch anständige Cops geben. Nach dem, was wir erlebt haben, würde ich sagen, höchstens ein paar. Ein paar reichen uns. Nur wie finden wir raus, wer korrupt ist und wer nicht? Ganz einfach. Wir führen sie alle hin. Ernsthaft? Du willst doch eine Legende sein. Okay, Rookie. Wie du willst. Ich benachrichtige die Crews, die League, einfach alle. Sie sollen Unruhe stiften und so viele Cops wie möglich nach Port Murphy locken. Und was machen wir? Wir fahren nach Eden Shores und sorgen selbst für Wirbel. Ja, ja. Wird es dann wieder ein Rennen sein oder wird es einfach nur automatische Verfolgungsjagd gestartet? Ich glaube, für mich wird es Zeit, wieder zu fahren. Nicht im selben Auto wie ich. Ich liebe dich auch. Bro, du bist total eingerostet. Schon mal von Muskelgedächtnis gehört? Was, wenn deine Muskeln dement sind? Hey, Anna kann mit mir fahren. Cool. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das freut. Muskelgedächtnis? Was? Wie kriegt's ab? Sind da. Hallo, meine Freunde. Seid ihr meine Freunde? Aufmerksamkeit wollen, passt es doch. Sorgt dafür, dass wir uns nicht ignorieren können. Dafür müssen wir natürlich wieder ein Rennen fahren. Na klar. Dann stiften wir mal Chaos. Haben wir im Kreis hier fahren, oder was? Weil wir das Polizei aber Revier ist. Leute, ich hab dir die Hand ab. Kann mir jemand die Sichtung einiger Zielfahrzeuge in Eden Shores bestätigen? Instantinstufe 3. Hör dir das an! Shit. Okay, ich schicke Einheiten raus. Habt ihr das gehört? Sie kommen! Okay, Rivera, das könnte lustig werden! Diese Arschlöcher drehen vor dem Revier Donuts! Ja, ich muss wahrscheinlich wieder gewinnen. Auch wenn das natürlich keinen Sinn ergibt, aber okay, ich muss gewinnen. Wir haben sie. Führen wir die Arschlöcher zum Ziel. Wenn mir die Cops den Wagen zerkratzen, verklage ich die Stadt! Zielfahrt Richtung Süden. Wir wollen ja was Gutes tun. Trotzdem fahren wir mit 300 Sachen über die ganz normale Straße. Für einen guten Zweck. Weiß ja, den Zweck heiligt die Mittel. Ich glaube, wir müssen nicht antauchen. Zentrale, wir brauchen hier draußen mehr Einheiten. Wir gehen mehreren Vorfällen nach. In Rockville, Edgewood, Sandino Ranches, quasi überall. Hört ihr das? Es klappt. Weiß, die wissen doch gar nicht, wo sie hin sollen. Weil gerade sind sie nicht hinter mir, aber... Gleich wieder. Sag mal, wie war's eigentlich im Knast? Ganz toll. Dabei hatte ich mir geschworen, nie wieder einzufahren. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ich verzeih dir fürs Erste. Ich wollte nie wieder rennfahren. Früher war's irgendwie leichter. Klar, Wiederholungstäter, das ist Standard eigentlich. Wenn du Verbrechen begangen hast und da wieder rauskommst, machst du ja gleich meistens wieder irgendwie ein Verbrechen. Deine Kopffreundin könnte die Straßensperren aufheben? Ich glaube, sie mag mich nicht mehr, seit ich ihr den Laptop nicht geben wollte. Wir haben ihn doch zurückgegeben, oder? Komisch, dass er kaputt gegangen ist. Ein Panasonic Soundboard hätte das eigentlich überlebt. Die Dinger sind ja extra dafür da, dass du die durch die Gegend scheuerst. Ich war gerne an deiner Seite. Da sehe ich nämlich noch besser aus. Dreck und Wasser, das halten die eigentlich einen locker aus. Die Panasonic Soundbox. Dass du die aus dem fahrenden Auto schmeißt, das müsste der eigentlich auch überleben. Okay, wir kommen jetzt zum Spaceport. Oh ja, da wollte ich doch schon immer mal durchrasen. Ich erkenne dich echt nicht wieder. Verdächtige kommen jetzt zum Spaceport. Wir müssen diesen Scheiß beenden. Wer will näher an die Rakete ran? Ha! Ich mag dich, Rivera. Ich hoffe nur, das Ding zündet nicht gleich. Wow! Shit! Ich schicke euch Verstärkung. Zieh diese Pulse aus dem Verkehr. Wo seid ihr eigentlich alle? Verdächtige verlassen den Spaceport. Westliche Ausfahrt. Oh, wie oft denn bitte noch? Unsere Zielperson von vorhin hat entweder einen eineiigen Zwilling oder will heute Nacht nochmal von uns gejagt werden. Anna, wenn Sie noch mehr Cops schicken, schaffen wir es nicht. Ich werde
Oh. Ja, gleich Luftunterstützung. Rhinos nähern sich. Ja, man geht doch mal ruhig. Geil. Der fährt einfach mal irgendwo in den Busch. Muss sein, das Rembo soll aber schon sein hier. 95%, 96%. Das Helikopter. Ich glaube, wir haben genug Cops im Schlepptau. Führen wir sie zu den Docks. Zentrale, wir haben die Racer bei den Docks verloren, aber was anderes gefunden. Das hier ist eine Riesensache. Schickt sämtliche Einheiten her. Verstanden. Das ist wie Riesensache. Hä? Muss ich nicht erst da einfahren, wo wir die hinlocken wollen? Und haben die schon was gefunden? Wechsel auf einen sicheren Kanal. Sie wissen von der Lieferung. Boah, Rich Hasse Rhinos. Oh, tschüss. Die Wagen schleust hier niemand mehr raus. Wir haben es geschafft. Worauf sind wir hier nur gestoßen? Nichts Gutes. Einer aus der Taskforce versucht herauszuschwimmen. Er sagt, Lieutenant Mercer ist noch vor Ort. Und wo? In dem Wagen kriegen wir die Cops nie. Kann sein, wir aber schon. Los! Was für ein Zufall, dass er im legendären BMW ist. Lass es sein! Vergessen Sie es, Lieutenant! Wir haben die Autos, jetzt schnappen wir Sie! Der legendäre BMW! Wo ist er gleich kaputt gemacht? Officer Torres! Das ist der Plan! Irgendwelche Einwände? Hört mir genau zu. Er ist gefährlich. Also haltet euch von ihm fern, wenn ihr ihn habt. Überlasst ihn mir. Immer noch im Schatten, wo muss Wanted das Spiel? Glauben wir ihr? Kennst du noch andere Cops, die ihn erledigen wollen? Ganz genau. Irgendwie bist du ganz langsam mit dem BMW M3, aber naja, ich weiß gar nicht, wie viel PS hatte der. Haltet mich nicht auf! Diese Stadt gehört mir! Oh, nicht mal als Kopf! Hallo, wo bist du überhaupt? Ah, Gott, die wird mir ja echt schlecht, ey. Wo fährst du denn hin? Schön im Kreis, hallo, wo bist du denn? Spaß dir einfach! Wir werden nicht aufhören, ihn zu jagen! Ich weiß. Seid einfach vorsichtig. Null Problemo, nos, bam. Dein Wagen ist voll im Arsch. Bam. Bist du jetzt da runtergefahren? Hallo? Ah, er kommt wieder raus. Schön, dass er so langsam fährt. Er fährt so langsam, als wenn ich ihn den Typen die ganze Zeit verfolgen müsste. Also eben, als wenn das dieses normale. Verfolge ihn. Na, la, 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 la. Komischerweise, hier kriege ich jetzt nicht so viel Schaden, ne, obwohl ich ihn die ganze Zeit auch in den Reihen ralle. Scheinbar haben sie extra runtergedrosselt den Schaden dafür. Das Arschloch verdient keine Gnade. Ja, weißt du, wo will der überhaupt hin? Wie sieht's mit dem Hubschrauber aus? Ja. Er ist raus, Elektronikausfall. Der Pilot gehört angeblich zu Frank. Schreib's auf die Liste. Bam. Nein, nein, nein. Er klingt nicht glücklich. Nee, Wagen kaputt. Perfektes Timing. Ich muss sofort hier weg. Du? Torres. Eva.
Wenn sie mich schnappen, könnte es übel enden. Für uns beide. Ja, schon klar. Die Polizei hat heute ihre Suche nach Lieutenant Frank Mercer endgültig eingestellt. Obwohl keine Leiche gefunden wurde, vermuten die Behörden, dass der ehemalige Leiter der High-Speed Task Force tot ist. Es ist inzwischen mehr als eine Woche her, dass der suspendierte Lieutenant versucht hatte, mit etlichen gestohlenen Fahrzeugen aus der Stadt zu fliehen. Dass ihm das nicht gelang, ist auch dem Eingreifen eines berüchtigten, bisher jedoch noch anonymen Streetracers zu verdanken, der entscheidend zur Sicherstellung der Fahrzeuge beitrug, die, wie eine nachfolgende Untersuchung ergab, über Monate hinweg systematisch illegal beschlagnahmt wurden. Um jegliche Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, hat die Taskforce unverzüglich auf diesen Skandal reagiert und eine neue Leiterin ernannt, die folgende Stellungnahme abgab. Danke sehr. Viel zu lange missbrauchte Frank Mercer dieses Department zu seinem eigenen Vorteil. Aber jetzt nicht mehr. Es ist Zeit, dass wir die Ressourcen wieder ihrem eigentlichen Ziel zuweisen. Dem Kampf gegen Street Racing. Unter Frank Mercers Leitung konnte diese Kriminalität wachsen. Unter meiner wird sie enden. Den gibst du mir? Das ist ein guter Wagen. Das Ding fahre ich nicht. Warum nicht? Nach dem, was mit deinen letzten Autos passiert ist, wäre ich lieber dankbar. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Lucas, ich bin in der League. Wenn ich in dem Ding aufkreuze, werden die noch einen Lachanfall bekommen. Ja, du bist jetzt eine große Nummer. Aber für mich bleibst du meine kleine Icha. Mira benga paka. Komm hier, tranquila. Nein. Na komm, komm her. Wenn du in dem Ding aufkreuzt. Oh, meine Rippen! Sorry! Hey, durch eure Aktion gegen Mercer habt ihr euch in der Stadt eine Menge Freunde gemacht. Aber trotzdem braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Heißt das, du kommst in unsere Crew? Ich hab wieder Lust zu fahren. Vielleicht zeige ich euch ein paar von meinen alten Moves. Nice! Drehen wir eine Runde? Logisch! Hey, passt bitte auf euch auf, ja? Leute von überall wollen jetzt gegen euch fahren. Und eine Menge anderer Leute wollen euch aufhalten. Härter als sonst. Das heißt, wenn die Cops kommen, zischen wir ab. Danke fürs Spielen. Oh, ist das Spiel schon vorbei? Okay, rein storymäßig ist das Spiel echt mega kurz. Glückwunsch, du bist ein Legend auf der Straße von Palm City. Palm City ist irgendwie auch nicht wirklich groß. Bring deine Rep auf maximal 50. Werte halt deine Wagen auf die höchste Performance-Stufe auf. Oh, da findet ihr die letzten Sammelobjekte, Herausforderungen und Geheimnisse. Warum da auf Bock hat. Die League hat dir ein kleines Dankeschön für deine Hilfe abgegeben. Ich freue mich schon drauf, wieder einen echten Racer in diesem Klassiker zu sehen. Na, würde sich genauso an wie den alten Dings? Habe ich den jetzt gratis bekommen, oder was? Gratis! Scheint ja. Nehmen wir nochmal kurz. Kann ich noch auftunen? Das war auch klar. Optisch, nein. Leistungstuning, ja, wie scheint, kann Leistungstuning-mäßig upgraden. Ja, wir mal kurz gucken, wie der in Natura ist.